Die elektrische Meile auf dem Flugplatz Schönhagen am 27. August 2022 hat wieder interessante Gäste zusammengetragen. Wir sprechen heute über Energie. Wir sprechen darüber, wie man Energie sparen kann. Warum soll man das tun? Weil man damit Geld sparen kann. Und es gibt immer nur eins. Information ist das A und O. Information sammeln, danach Pläne schmieden, danach handeln und dann zurücklehnen und grinsen. Wir haben hier neben mir sitzen jemanden aus der Region, den Jörg Gauger. Aus Blankensee, betreibt dort eine Bäckerei, wird sich gleich selber vorstellen, der in der letzten Phase angekommen ist. Ich sag's mal so, das Grinsen, weil er hat alles gemacht, was ich vorher beschrieben habe. Jörg, wir duzen uns ja. In der Freizeit, dann tun wir das hier auch. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Backstube auf Eigenenergieversorgung umzustellen? Ja, meine Frau hat ja vor über 20 Jahren diese Backstube von ihrem Vater übernommen und ich habe mich ganz normal, also in der typischen Rollenverteilung über die Technik, Vollkostenrechnung natürlich auch um die Energie gekümmert. Und man hat vor 20 Jahren schon gesehen, dass der Strompreis exponentiell ansteigen wird. Die Perspektive war mir klar. Und durch unsere guten Ausrichtung, unser Hausdächer und den Vorbild anderer Leute mit Solaranlagen habe ich dann also sofort entschieden, dass wir uns auf den Weg machen, nach und nach so viel wie möglich mit Photovoltaik auszustatten. Im Detail war es nachher etwas schwieriger, da natürlich mit dem zuständigen Elektromeister und der EDIS, die ja diese Anlagen genehmigen müssen, der genaue Plan auszuarbeiten war. Denn das Ziel war ja immer, so viel wie möglich elektrische Energie selbst zu nutzen. Dazu mussten über Jahre auf unserem Grundstück fast 500 Meter neue Kabel gelegt werden. Es mussten von den 4 elektrischen Anschlüssen 3 abgemeldet werden, zusammengelegt werden, auch unter Beachtung der DIN-Norm, die die EDIS ja für Hausanschlüsse festlegt. Und wir haben von der Wirtschaftsführung sind wir eben so vorgegangen, dass wir nur immer das Geld investiert haben, was wir auch vorher. Jetzt lass uns einfach mal Schritt für Schritt, damit alle dem folgen können. Du gehst ein Szenario durch mit Aktivitäten, die zu erledigen waren. Am Anfang stand die Idee, ich will das. Ja. Natürlich ist dahinter ja auch ein Zwang, weil ihr seid als Bäckereibetrieb natürlich ein energieintensiver Betrieb. Ja. Was passiert denn, wenn jetzt 12 oder 24 Stunden bei einer normalen Backstube kein Strom ist? Also das ist natürlich sehr dramatisch. Wenn der Stromausfall vor dem Produktionsbeginn passiert, dann hat man einfach für den Tag also den Umsatzausfall. Passiert der Stromausfall in der Produktion, vergaren eben Teige oder das Brot und man hat neben der verlorenen Arbeitszeit natürlich auch noch einen hohen Verlust an Produkten. Man kann also dieses Brot nicht zu Ende backen, muss also den rohen Teig wegwerfen und hat dann schon an so einem Tag Verluste von, je nachdem wie groß die Produktion angelegt wurde, zwischen 300 und 600 Euro mindestens. Das ist natürlich auch das, was ich mir vorstelle. Ihr seid ja Bäcker aus Leidenschaft. Ihr wollt ja backen, ihr wollt ja auch Kuchen machen, ihr habt ja mehr Produkte, ihr wollt ja Bürger versorgen und natürlich auch die Umsätze machen, wenn Stromausfall ist. Also man macht sich Gedanken, das bekomme ich mit, dass man eine Versorgungssicherheit hat, einfach weil man diesen Ausfall vermeiden will. Jetzt geht natürlich die nächste Frage dahin, wenn man jetzt einen, ja, du hast es schon mit den Dächern erzählt, wenn man jetzt einen Bäckereibetrieb mit einem Eigenenergie versorgen will, geht das denn überhaupt? Habt ihr die Möglichkeit, also hat man üblicherweise genügend Dachfläche oder ist der Energiebedarf so groß, dass man nur kleine Teile dazu steuern kann? Also unsere verfügbare Dachfläche würde theoretisch ausreichen, um genug Strom am Tage zu produzieren, um den in der Nacht zu verbrauchen. Das Problem sind eben die großen Speichermengen und die momentanen Entladeleistungen. Ich würde also eine Batterie von etwa 100 Kilowatt und eine Entladeleistung von etwa 15 Kilowatt die Stunde benötigen, um 100% autark zu sein. Das ist natürlich in der Vollkostenrechnung unwirtschaftlich.
Ich habe das aber reduzieren können, indem wir Produktionsprozesse, energieintensive Produktionsprozesse, wie das Einfrieren von Teigen, Waschmaschine, Geschirrspüler oder andere Sachen, auf den Tag verlegt, wenn Photovoltaikstrom zur Verfügung steht. Und ich konnte schon auch vor 7 Jahren eine 20 kW starke stationäre Batterie einbauen, die mit einer maximalen Entladeleistung von 5 Kilowatt die Unterschiede zwischen Stromproduktion und Stromverbrauch fast zu 90% ausgleicht. Wenn ich mir jetzt überlege, dann ist das ja eine Bewegung, die bei euch stattfindet. Du hast vorhin schon anklingen lassen in deinem Einführungsstatement, dass ihr euch bewegt, dass ihr euch weiterentwickelt. Das heißt also auch die Akkugröße und die Wirtschaftlichkeit werdet ihr immer weiter betrachten. Also ihr wollt mehr. Ja. Was ist das Ziel? Wo wollt ihr hin? Also die maximale Auslegung ist ja, dass wir mit dem Erwerb eines größeren Elektrofahrzeuges, was jetzt am Ende des Jahres hoffentlich dann auch ausgeliefert wird, und in der Hoffnung des Vorgängers, dass eine bidirektionale Entladeleistung möglich ist, dann können wir sicherlich von unserem Strombedarf, der im Jahr etwa so 50.000 Kilowattstunden beträgt, etwa 80-85% rein aus Solarenergie dann sicherstellen. Dann reden wir als nächstes mal über Geld. Ich habe mal von dir etwas zugeworfen bekommen und bin nicht sicher, das solltest du dann auch darlegen. Ihr spart so viel Geld, dass man sich im Jahr aus der Ersparnis einen Kleinwagen kaufen kann? Also ich habe diese Rechnung auf die letzten etwa 15 Jahre ausgelegt. Die Investition ist ja für ein Unternehmen ja immer dahingehend interessant. Erstens ist die Mehrwertsteuer ein Durchlaufposten, sodass sich ja um 19% reduziert gegenüber einem privaten Käufer. Und dann schaut man natürlich insgesamt, wie hoch sind denn die wirtschaftlich vertretbaren Abschreibungen. Ja, man strebt als Unternehmer ja immer gleiche Abschreibungsergebnisse an, um dort in der Investition nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu sein. Natürlich sind kurzfristig auch private Ersparnisse reingelaufen, die sich aufgrund der neuen Strompreise ja innerhalb von 4-5 Jahren auch wieder völlig amortisieren. Auch die Verlegung auf einzelnen Jahre war deshalb möglich, weil natürlich auch die Entwicklung unseres heimischen Stromnetzes auf dem Gebäude nochmal immer wieder neu geplant werden musste und auch die Verlegung von Sicherungskästen, Leitungen dementsprechend haben ja auch einige Zeit in Anspruch genommen, weil natürlich die Verfügbarkeit von Handwerkern ja auch für uns begrenzt ist. Also ich hole mal jetzt zwei Sachen raus. Das eine ist, wir reden über überraschend kurze Amortisationszeiten. Du hast 4-5 Jahre genannt. Für mich ist das einfach eine tolle, wunderbare Zahl, weil das ist wirklich überschaubar. Und der nächste Zyklus danach kann ja Investitionszyklus umso früher beginnen. Ich habe aber auch rausgehört, dass natürlich in einem Haus, ich kenne ja eure Gebäude ja einigermaßen, es ist ein Konglomerat, es sind auch ältere Häuser dabei. Es wäre nun mal einige sagen, ja, ich muss es ja aufrüsten, die Strominfrastruktur. Aber dazu sage ich, Leute, die Strominfrastruktur müsst ihr sowieso mal aufrüsten. Hängt das doch nicht an dieser Anlage fest und belastet doch nicht die Kosten der notwendigen Restauration dieser Anlage, dieser Investition. Das macht ihr sowieso. Also streicht das raus und freut euch über die Erträge, die ihr damit erzielt. Wenn ich jetzt mir das so anschaue und wenn ich mir den Plan anhöre, frage ich mich, gibt es sehr viele Bäckereien deiner Kenntnis nach, die das auch so machen oder schieben die das noch so ein bisschen her? Bist du Vorreiter oder bist du Mittenmarkt, Durchschnitt? Also sehr viele Bäckereien kenne ich dazu nicht. Ich weiß aber aus unserer Innung, dass dieses Thema natürlich, solange die Strompreise und Gaspreise relativ niedrig waren, die Bäcker eben eher Handwerker als Bäcker sind. Und ihnen das Wissen über Energie- und Vollkostenrechnung und der Solarsachen eher gefehlt hat.
Und wenn ich ins Gespräch mit diesen Leuten kam, habe ich sehr schnell gemerkt, dass sie deshalb zurückhaltend waren, weil ihnen die Informationen und das Wissen um diese Technik einfach nicht zur Verfügung stand. Sie haben sich natürlich wie jeder Bäcker eben auch eher um ihre Produktqualität oder Vielfalt gekümmert und waren immer der Hoffnung, dass der Kostenanteil an Energie so niedrig bleibt, dass sie da nicht aktiv investieren müssen. Was ich heute natürlich für viele fatal als Fehler herausstellen. Aber du hast diesen Schritt geschafft, ihr habt das in eurem Betrieb gemacht, ihr seid über euer eigentliches Handwerk hinausgewachsen. Richtig. Zu einem Unternehmer, der in die Zukunft schaut. Wie kann man jetzt andere Unternehmer, auch vielleicht über die Branche hinaus, dazu bringen, dass sie sich über ihr Tagesgeschäft erheben und mal diese Zukunftsplanung handfest machen? Bieten andere diese Information an? Nebenbei gesagt, auf der elektrischen Meile heute hier können alle Bäckereien diese Information bekommen. Aber jetzt reden wir natürlich mit Jörg Gauger. Also ich habe auf Wunsch schon mehrere Vorträge auf dem Brandenburger Energietag gehalten. Auch habe ich aus der Handwerkskammer interessierte Leute vor Ort gehabt und habe auch an dem letzten Artikel der Märkischen Allgemeinen über unseren Betrieb deutlich gemacht, dass wenn jemand da Interesse hat, ich ihn gerne dazu berate, informiere oder ja auch die Initialzündung dazu gebe. Selbst unter den derzeit die schwierigen Investitions- und Finanzsituationen halte ich es auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer noch für richtig, so schnell als möglich in die Eigenstromversorgung einzusteigen, weil die Perspektiven der Strompreisentwicklung auch der Inflation geben keinen anderen Ergebnis vor, als so schnell als möglich vorhandenes Kapital wirklich zu investieren und nicht zurückzuhalten. Ja, also daraus höre ich ja schon eine Empfehlung raus. Also du empfiehlst deinen Branchenkollegen, sich tatsächlich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Frage war jetzt vorhin nicht ganz so beantwortet worden, ihr seid eher in dem Bereich der Strom- oder energieintensiven Betrieben. Also würde ich doch vermuten, dass da das Drängen darauf, auch Energie und Kosten zu sparen, auch stärker ausgelegt ist als vielleicht in anderen Branchen. Also so aus der Entfernung betrachtet würde ich sagen, du kannst gar nicht einzigartig sein. Eigentlich müssten sich alle damit beschäftigen. Ja, es hängt in kleinen Handwerksbetrieben wirklich an der Interesse oder auch dem Fähigkeiten des Betreibers des Handwerks selber ab. Inwieweit hat er dort bestimmte Informationen in der Vergangenheit auferlebt? Hat er vielleicht Bekannte, die ihm dabei helfen? Das ist also in verschiedenen Handwerksbereichen so unterschiedlich. Wenn er einmal gehört hat, es lohnt sich nicht, wo ich immer sage, so eine Entscheidung treffe ich ja auch nicht aus dem Bauch. Ich nehme einen Taschenrechner in der Hand, spreche vielleicht noch mit meinem Steuerberater über Investitionen, Abschreibungen, wenn ich sie selber nicht weiß. Und eine Vollkostenrechnung ist kein großer Zauber von Manitou. Man braucht plus, minus und mal aus der Schule kennen, um sich auszurechnen, in wie vielen Jahren, bei welchen Bedingungen sich diese Sache lohnt. So werden wir also dieses Jahr auch noch eine Luftwärmepumpe installieren. Ja, auch wenn die Investition relativ hoch ist, aber auf die Jahre mit dem vermuteten Strompreis von irgendwann mal 1 Euro die Kilowattstunde und dem Gaspreis sind das wieder Investitionen, die sich auch bei 10% oder 20% Inflation, die hier anstehen, auch finanziell lohnen. Da geht es also nicht nur um den Umweltgesichtspunkt, natürlich auch, was mich stolz macht, aber es geht wirklich um das wirtschaftliche Überleben von energieintensiven Betrieben wie unserem. Welche Rolle spielen denn jetzt so Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bei euch oder in der Branche? Ja, da bin ich sicherlich ein Fall wie alle, die letztes Jahr da noch mit großer Euphorie mit einem Gaspreis von 3 Cent die Kilowattstunde eines der modernsten Blockheizkraftwerke der Welt, kann man wirklich sagen, installiert haben. Und ich konnte dort eine Kilowattstunde Strom mit etwa 15 Cent in der Vollkostenrechnung herstellen. Jetzt hat sich der Gaspreis versechsfacht.
Die Einspeisevergütung ist noch nicht so hoch. Ich werde ab Oktober, das weiß ich schon, aufhand des prognostizierten Gaspreises, den wir zu zahlen haben, das Blockheizkraftwerk wirklich abschalten und in der Grundversorgung von E.ON den Strom sehr viel preiswerter beziehen. So lange, bis dann sich auch vielleicht am Strommarkt wieder deutliche Erhöhungen ergeben, die vielleicht irgendwann wieder die Wirtschaftlichkeit der Kraft-Wärme-Kopplung zulassen. Das ist zurzeit also, man kann wirklich sagen, sehr na, verrücktes Spiel, möchte ich es nicht nennen, aber diese Komponenten, die über Jahre konstant waren in der Vollkostenrechnung, die ändern sich jetzt ja monatlich. Und man muss jeden Monat dann wieder den Taschenrechner in der Hand nehmen und zu schauen, was ist jetzt für mich das wirtschaftlich Sinnvollste. Also in einer Excel-Tabelle sind das für mich immer Variable, die dann einfließen in die weiteren Berechnungen, damit ich nicht immer alles neu machen muss. Aber wir haben ja jetzt rausgehört, dass die Energie, die du selber von deinem Dach beziehst, die kannst du stabil kalkulieren. Bei den anderen hast du jetzt dich genügend drüber ausgelassen, wie unsicher so eine Kalkulation ist, wenn man also auf den Bezug von Gas angewiesen ist, mit der Preisentwicklung natürlich, wenn man angewiesen ist darauf, auf den Strom. Du gehst ja auch auf die Versorgungssicherheit. Würdest du jetzt aus dem Ganzen, was du tust, was du investierst, für dich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern herausschälen? Ohne es zu übertreiben, wenn wir diese Investition nicht getätigt hätten, müssten wir aus wirtschaftlichen Gründen die Bäckerei heute zumachen. Ja, denn der eingekaufte Strom und Gas würde unser Gewinn im Monat weit übersteigen. Das muss man so deutlich sagen. Andere Bäckereien mögen da vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ohne die Investitionen würden also die Energiekosten unseren Gewinn monatlich weit übersteigen und man müsste aus Wirtschaftlichkeitsgründen wirklich die Bäckerei schließen. Man muss also hart sagen, der Gaspreis ist jetzt um 700% gestiegen. Der Gasofen, der lässt sich eben nicht anders betreiben. Man kann sicherlich, und das werden wir tun, sehr umfangreiche Arbeitszeitveränderungen vornehmen, um viele Prozesse in der Bäckerei tagsüber durchzuführen, wo Solarenergie zur Verfügung steht. Da müssen wir schauen, und da gibt es immer noch den Begriff des Gesundschrumpfens, dass man also wirklich nur so viel produziert, wie man auch sicher verkaufen kann. Das sind aber alles Dinge, die kann man erst dann entscheiden, wenn sie wirklich entscheidungsreif sind. Da muss man, wie alle, müssen wir da abwarten, was sich die nächsten Monate generell in Europa oder Deutschland in der Energiepolitik und in den Preisen tut. Wir fassen also mal zusammen. Da hat sich jemand Gedanken gemacht über das eigentliche Handwerk hinaus, als Kaufmann, als Betriebswirt, als Unternehmer, seinen Betrieb zukunftssicher aufzustellen. Das ist gelungen, das haben wir eindrucksvoll jetzt mitbekommen. Ihr seid notstromfähig in gewisser Weise. Ihr habt einen Plan für die Zukunft. Ihr arbeitet wirtschaftlich, obwohl es sonst eben das ausbedeutet hätte. Ihr habt also gegenüber der Situation ohne diese Maßnahmen einen enormen Fortschritt gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, das Brot und der Kuchen in Blankensee beim Bäcker Röhrig schmeckt hervorragend. Also, wenn man weiß, dass die Energie davon vom Dach, von der Sonne kommt und wenn ein Handwerker dahinter ist, der so weit in die Zukunft denken kann, dann würde ich sagen, kommt mal hierher, besucht den. Wir hatten zu Gast Herrn Jörg Gauger von der Bäckerei Bröhrig aus Blankensee. Dankeschön, Jörg, für das Gespräch. Ja, danke, Hans. Und alle sind herzlich willkommen, entweder zum Kuchenessen oder auch zur Besichtigung der Energieanlagen. Dankeschön. Das ist doch ein Wort zum Abschluss. Dankeschön.